In diesem Video stellt M&W Instruments, eine Tochtergesellschaft von Bronckhorst Hi-Tech, dem Marktführer auf dem Gebiet thermischer Massendurchflussmesser und Regler, die Funktionsweise der Massstream-Baureihe mit der direkten Durchflussmessung vor. Dieses Prinzip wird auch Direktstrom, Hauptstrom oder Inline-Messung genannt. Dieser thermische Massendurchflussregler arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 15 bis 24 Volt Gleichstrom. Nach dem Einschalten zeigen die LEDs oben auf dem Instrument seinen Status an. Wenn die grüne LED aufleuchtet, ist das Instrument einsatzbereit. Die Elektronik unter dem Deckel des Massstream-Massendurchflussreglers ist in SMD-Technik ausgeführt. Der Messteil des Geräts besteht aus einem speziellen Strömungsgleichrichter in Verbindung mit dem thermischen Direktstromsensor. Sobald das Instrument mit dem Prozess verbunden wurde, kann der Versorgungsdruck eingestellt werden. Der Grundkörper wird nun mit Gas gefüllt. Der Sensor besteht aus zwei Edelstahlstiften, die den Heizer im ersten Messelement und den Temperatursensor im zweiten Messelement umschließen. Zwischen den beiden Messelementen stellt sich eine konstante Temperaturdifferenz oder Delta T ein. Da das Regelventil noch geschlossen ist, entspricht der gemessene Wert 0 Durchfluss. Dieses Signal wird an den Mikroprozessor weitergegeben. Über den PC, die SPS oder einen analogen Anschluss erhält das Instrument einen externen Sollwert. Dieser Sollwert wird mit dem Messwert verglichen. Ist der Sollwert höher als der Messwert, steuert der PID-Regler das Regelventil an. Die elektromagnetische Spule übt Kraft auf den magnetischen Kolbenhalter aus. Diese Kraft ist mit der linearen Feder im Gleichgewicht, die das Regelventil stromlos geschlossen hält. Wenn sich der Kolben von der Düse mit einem Spalt löst, hat dies einen Durchfluss durch das Instrument zur Folge. Das durchströmende Gas kühlt das Heizelement und die Vergleichsschaltung erkennt, dass die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Messelementen gesunken ist. Dem Heizelement wird mehr Leistung zugeführt, um die erforderlich konstante Temperaturdifferenz beizubehalten. Entsprechend Kings Gesetz ist diese Zunahme an Heizleistung direkt proportional zum Massendurchfluss. Das heißt, je höher der Durchfluss, desto mehr Heizleistung wird benötigt. Das Signal vom Sensor wird mit dem gewünschten Wert im PID-Regler des Mikroprozessors verglichen. Der elektrische Strom der Spule wird so angepasst, dass der Abstand zwischen dem Kolben und der Düse genau richtig ist, um die gewünschte Menge Gas zu regeln. Der Regelkreis führt diesen Vorgang in wenigen Millisekunden aus. Auf diese Weise wird ein überaus konstanter und stabiler Gasdurchfluss erreicht. Ein Massstream-Kernstück ist das optionale integrierte, multifunktionale und mehrfarbige Display mit Bedienungstasten am Gerät. Das zeitgemäß gestaltete Display ist ausgeführt in IP65 und hat eine Vielzahl von Funktionen, wie beispielsweise die Anzeige des aktuellen Durchflusses, Summierung und Alarmeinstellungen. M&W Instruments und Bronckhorst Hi-Tech stehen Ihnen mit Ihrer Erfahrung und Ihrem Wissen gerne im Rahmen einer Zusammenarbeit zur Verfügung, um Ihren Prozess zu verbessern. Bronckhorst. Performance for Life.